Das Interessante ist, dass das Erneuerbare Energiegesetz umstrittener ist, als es im Jahr 2000 der Fall war. Dieses hat vor allem seinen Grund darin, dass dieses Gesetz erfolgreich geworden ist. Und es wird zu einer ernsthaften strukturellen Herausforderung für die Struktur der Energiewirtschaft. Deshalb dieses seit einem Jahr anhaltende Getöse um erneuerbare Energien, das teilweise mehr als peinliche Züge angenommen hat. Es gibt zahllose Lippenbekenntnisse für erneuerbare Energien. Natürlich ist jeder dafür. Man würde sich auch wundern, wenn jemand dagegen wäre, dass emissionsfreie Energie, die dauerhaft ist, gefördert wird. Aber diesem Jahr stehen zahllose Lippenbekenntnisse und Ausflüchte gegenüber, immer wenn es um konkrete Forderungen geht. Also geht es um konkrete Forderungen. Dieses ist der eigentliche Lackmustest, ob wir in dieser Frage wirklich vorankommen. Die mangelnde Effizienz des EEG wird beklagt. Was soll denn dieses Argument? Effizienz heißt in erster Linie, welches politische Instrument ist am erfolgreichsten in der Einführung erneuerbarer Energien? Die Antwort ist statistisch weltweit klar. Alle schauen, die ernsthaft erneuerbare Energien fördern wollen, auf dieses Gesetz. Und wenn es um Effizienz geht, dann geht es um Kostensenkung sicherlich. Aber die Kostensenkung einer Technologie, die kommt doch nicht durch das Labor. Die kommt durch Produktionssteigerung, Produktionstechnikverbesserung, Markteinführung. Wer also nach Kosteneffizienz ruft, darf doch nicht die Markteinführung blockieren wollen künstlich, sondern er muss sie vorantreiben. Zu ambitioniert heißt es, sei das Gesetz. Wir sollten die Zielsetzung bis zum Jahr 2020 streichen. Zu ambitioniert, das Argument ist läppisch. So ambitioniert ist das nicht. Bei jeder anderen Technologie heißt es doch, schneller sein als andere, weil das auch unserer Wettbewerbsfähigkeit der in dieser Richtung tätigen Unternehmen führt, international. Zu teuer die erneuerbaren Energien. Wenn man die externen Effekte der herkömmlichen Energieversorgung, allen voran die Atomenergie, mit einbezieht, sind die herkömmlichen Energien aus einer gesellschaftsökonomischen Sicht längst unbezahlbar geworden. Wir kommen doch an diesem Tatbestand nicht mehr vorbei. Mangelnder Markt wird beklagt. Vor dem Hintergrund, dass wir bis 1998 einen Gebietsschutz für die gesamte deutsche Stromversorgung hatten, in der ohne irgendein Risiko jedwede Investition bis zum Aufbau Zehntausender von Megawatt Überkapazitäten entstanden. Und dann heißt es, jetzt sollen die erneuerbaren Energien damit konkurrieren, was längst bezahlt ist. Marktwirtschaft heißt, das Prinzip der Marktgleichheit zu beachten und diese überhaupt erstmal wieder herzustellen, weil sie gegenwärtig nicht existiert. Und aus dem Grunde, wir könnten uns alles das sparen mit dem EEG. Alles das könnten wir uns sparen. Wenn die bisherigen über Jahrzehnte getätigten Privilegien und Subventionen von der herkömmlichen Energiewirtschaft zurückgezahlt werden müssten und es zurückgefordert werden könnte, dann bräuchten wir kein Förderprogramm erneuerbarer Energien. Das ist aber leider unrealistisch. Insofern geht an einem solchen Marktinstrument spezieller Art nichts vorbei. Und wir haben beim EEG, bei der Förderung erneuerbarer Energien, die Priorität hat, weil sie das viel vielfältigere Instrument ist. Im Grunde genommen ja nicht nur Klimaschutz. Wir haben Industrieförderung. Wir haben Förderung der Landwirtschaft. Wir haben Förderung des Handwerks. Wir haben vielfältige zusätzliche Effekte, die gesamte Entwicklung der Wirtschaft auf eine neue Stufe heben, um die Herausforderung unseres Jahrhunderts zu bewältigen. Gehen Sie doch mal mit diesen Fragen und Gesichtspunkten an die Thematik ran, dann werden Sie sehen, dass die heutigen Argumente gegen das EEG irgendwann mal als peinlich empfunden werden. Dankeschön.